Darüber lacht die Welt. Wir sind wieder unterwegs. Berlin, Hotel Adlon. Hier steigen Sie ab, die Großen und die Wichtigen. Und wir sind heute auf der Spur von einem Mann, der einen Mordswitz für uns heute parat hat. Sie kennen ihn vielleicht nicht so sehr als Witzeerzähler. Ich sage nur Steven Spielberg in Berlin. Uns erzählt er exklusiv einen Mordswitz. Es geht um einen Huhn und zwei Tequila, einen Brüller. Guten Tag, Kerkeling ist mein Name. Es geht um Folgendes. Wir wissen, dass Steven Spielberg bei Ihnen zu Gast ist. Sagen Sie nicht nein, wir wissen's. Leider haben wir keine Informationen vorliegen. Hat sie gut gesagt, glauben wir ja aber nicht. Nina Ruge vom ZDF wird Ihnen ein Begriff sein. Nina Ruge vom ZDF und die hat uns gesagt, Herr Spielberg ist hier. Welches Zimmer hat denn Herr Spielberg, Frau? Vielleicht fragen wir die Gäste mal, ob sie ihn gesehen haben. Möglicherweise nicht die Gäste fragen. Nicht die Gäste fragen? Warum nicht? Was kann passieren, wenn wir die Gäste fragen? Ich würde Sie dann auch bitten, jetzt demnächst die Kamera wieder auszustellen. Das hat Frau Ruge ja bombig organisiert. Da wird man plötzlich behandelt, als wäre man irgendwie... Kurzum, Herr König hat die Schnauze voll. Wir kriegen das geregelt. Steven Spielberg ist ja heute Abend auf einer Mordsveranstaltung und da habe ich eine Karte. Das hier bin ich und 15 Reihen weiter vorne sitzt er, Steven Spielberg, the one and only. Isn't he glamorous? So, wir sind jetzt hier auf den Spuren von Steven Spielberg, meine Damen und Herren. Gott sei Dank ist nicht so ein Rummel, wie wir jetzt gedacht hatten. Er ist ungefähr der 15. Wir kommen dumpf aufgeschlagen auf den Herrn. Der Chickenwitz von Steven Spielberg. Sagt dir da was? Der was bitte? Ach komm. Das Huhn kommt gackernd rein, das ist der Anfang. Kommt rein, komm, 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 komm. Ich hätte gern zwei Tequila. Schon gut, ne? Schon mal ein Brüller. Flügel, kennst du? Ja, ich weiß es. So, pass auf. Hab ich nicht verstanden. Na, pass auf. Und dann kommt... Findest du es nicht witzig bis jetzt? Sehr nett. Chicken ist doch Chicken, wenn Chicken ist ja auch nicht mein Witz. Dann werden wir Herrn Spielberg mal selber fragen. Herr Beckenbauer, soweit? Ich bedanke mich. Ja, haben Sie Steven Spielberg schon... Oh, was für auf, Detlef. Gesehen? Ja. Ja, und wo ist er denn? Da vorne. Steven Spielberg fummelt an seiner Frau rum. Und? Steven Spielberg. Ja, sag mal was. Ja, guten Tag. Nee, das ist gar nicht Steven Spielberg. Das war ein anonymer Fummler. Guten Abend. Nina Ruge, du machst ja ein Interview mit Steven Spielberg. Ich bekomme keins. Und das ist Nina Ruge, sie kennen sie alle. Hat mir gesagt, ich kümmere mich drum, Happe. Mach dir keine Sorgen, du kriegst ein Interview mit ihm. Und Nina, dafür danke ich dir erstmal. Der ganze Beitrag ist ja darauf aufgebaut, dass du uns hilfst, dass wir ein Interview mit Steven Spielberg machen. Ach so, ich verstehe. Sollten wir etwa umsonst nach Berlin gefahren sein? Hier bitte nicht rein, so, also wir können nicht rein. Richtig. Das ist Ihr letztes Wort. Mein allerletztes. Sie sind aber auch ein bisschen zickig heute Abend. Muss ich auch sagen. Ich finde es also eigentlich unmöglich, gerade dem ZDF das zu verweigern. Ich bin doch nicht beim ZDF, Mann. Sat 1. Wir gehen jetzt mal zu Nina Ruge. Vielleicht kommen wir an einer anderen Tür. Besser durch, richtig. Bleiben Sie mal bei mir, Sie sind ganz, ganz klasse. Sie sind die Frau... Nicola. Frau Nicola. Mit der kommen wir noch zu Steven Spielberg. Wir haben hier nochmal Nina Ruge. Nina, du erinnerst dich nicht an unser Telefonat. Ich bin jetzt, war eben bei einem Bodyguard, der hätte mich beinahe zusammengehauen. Du, es tut mir leid, ich muss wirklich im Zustand der geistigen Umnachtung gewesen sein. Ich habe leider mit dir nicht telefoniert. Sag mal, haben die uns so verarscht? Pete. Sie haben heute das Vergnügen gehabt, neben oder fast neben Steven Spielberg zu sitzen. Uns geht es um... Frage, ich suche ja eine Jacke, die XL. Ach, Sie sind gar kein Verkäufer. Nein, kennen Sie Nina Ruge? XL, habe ich gesagt. Nina, ich wollte noch ganz kurz was klären. Du machst doch ein Interview mit Steven Spielberg, Nina. Nein, ich mache kein Interview mit Steven Spielberg. Du kommst auf die Schnapsidee. Ich wollte mich doch dranhängen. Dumm gelaufen. Ja, aber doch für uns beide. Entschuldigung. Genau, die Leute wollen. Ich jetzt auch. Nina Ruge hat gesagt, wenn eine den berühmten Chickenwitz von Steven Spielberg kennt, dann Heike Makatsch. Okay, Moment. Also. Ja. Genau so ging der. Genau so. Und da sagt das Chicken. Ich weiß es nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Sagt das Chicken. Brauche ich nicht. Frau Alkebaum hat den Witz gar nicht verstanden. Ach, Frau Alkebaum. Schlecht erzählt. Nein, jetzt kommt der Knaller. Weil darüber lacht die Welt. Lieutenant Uhura. As you know, I've been with Sat One. Ihr schiebt mich raus, der Kollege. So, aber ganz schöne Zicke hier, der Kollege. Returning to L.A. for another award.
He pushes me away, Lieutenant. Is that correct? It's not. You are so funny. Aber, now you've been nice. Aber, hab ich nicht. Yes, I didn't push. Miss Nickel. Thank you, Miss Nickel. Moment. I just laid one. So war die Pointe. Ich habe gerade ein Ei gelegt. Mr. Kingsley. Yes. I'm so happy to meet you. So am I. The punchline is, that's not a tortilla, that's a cactus. Das ist die Pointe. Es ist keine Tortilla, sondern Kaktus. Jetzt haben wir's. Thank you very much, Ben Kingsley. Das war Ben Kingsley. Frau... He's the nicest man of the festival. Ja, jetzt spricht sie auch schon Englisch. Herr Bundestagsvizepräsident, Herr Seiters, wissen Sie, wo Frau Ruge steckt? Ist eine sehr gute Freundin von mir. Ist die nicht bei Audi? Aber gewagter Scherz, Herr Seiters. Wir gehen mal zu Nina. Ich glaube, Nina wird sich auch freuen. Nicht? Steven Spielberg ist nach wie vor unser Thema. Wir finden die Nina schon. Da vorne ist sie, glaube ich. Ganz kurze. Hier sitzt Nina Ruge. Ganz. Hallo. Ganz kurz. Anke, ganz kurze Geschichte. Anke, grüß dich. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke dir. Nina, wir hatten ja gerade schon mal gesprochen wegen Steven Spielberg. Steven Spielberg. Klappt es noch oder klappt es nicht? Wie siehst du es? Nina. Sag mal, du hast überhaupt keine Manieren, oder? Ich habe ja gerade. Wir hatten doch telefoniert. Ich bin ganz glücklich, dass die Anke hier sitzt und dass wir gerade nett quatschen. Jetzt kommst du hier mit diesem blöden Ding an, mit diesem Plastikfinger. Es war doch abgesprochen. Wir irgend so einen Steven Spielberg-Talk machen. Jetzt reicht's mir aber. Hau ab. Nina Ruge war das. So, wir sind immer noch auf der Feier und machen ein Interview mit Steven Spielberg. Vielleicht. Ich glaube aber schon. Ich habe Anke Engelke. Anke Engelke saß heute ganz nah an Steven Spielberg. Du willst es doch auch! Du warst ganz nah an Steven Spielberg dran. Anke, hast du was getrunken? Ja, ich habe allen Grund zum Feiern. Ich habe heute einen goldenen Mami gewonnen. Und ich fühle mich gut. Und ich freue mich, dass du mir den immer reicht hast, Jürgen. Ist ja widerlich, was die hier macht. Die ist ja sturzbetrunken. Und dich habe ich am allerliebsten von allen. Komm her! Ich möchte das jetzt nicht mehr. Vielen Dank. Ich bin doch nur ein Abenteuer für dich. Hör mal, da ist ja Nina Ruge nichts dagegen.